Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt kurz vor vier. Die Milchstraße ist gleich zu sehen. Ich bin jetzt hier auf so einem Feld. Hier ist nochmal deutlich kälter als, sag ich mal, in der Stadt oder im Dorf. Hier ist zum Glück weht der Wind nicht so doll. Ja, aber ich habe mich gut warm eingepackt und werde jetzt noch ungefähr einen Kilometer hier den Feldweg langlaufen. Dann bin ich auf dem Feld und da ist es sehr schön dunkel. Und dann werde ich die Kamera aufstellen, die habe ich hier. Die trage ich einfach bis so auf dem Stativ mit, damit ich die umbauen muss im Dunkeln. Habe alles schon fertig, Objektiv ist schon drauf, alles bereit, alles schon eingestellt. Und dann werde ich hoffentlich ein schönes Foto von der Milchstraße machen. Über Belitz, über der Lieblitz. Das wäre ja was. Ich habe jetzt die richtige Position gefunden. Ich bin jetzt hier an der Lieblitz am Wehr. Vor mir das Wasser, das lasse ich so ein bisschen spiegeln. Das Wehr ist dann sozusagen im Vordergrund und im Hintergrund natürlich die Milchstraße. Ein bisschen Gegenlicht habe ich von diesem Industriegebiet da drüben, aber das versuche ich mal irgendwie rauszukriegen nachher. Belichtung habe ich jetzt auf 12 Sekunden. Eine Festbrennweite habe ich drauf, 12 mm F2 und ich habe den ISO von 4000 drin gewählt. Und habe schon ein paar Fotos gemacht. Das Wehr sieht man natürlich nicht, deswegen nehme ich hier meine kleine Kopflampe und leuchte das dann immer so ein bisschen an. Ich schalte mal die Kamera um und dann zeige ich euch das mal. So, hier die Kamera. Da ist schon das erste Bild zu sehen. Und da ist das Wehr. Da oben ist jetzt die Milchstraße. Mit einem bloßen Auge ist sie echt nicht zu erkennen. Der Nebel, der hier aufsteigt, ist ein bisschen problematisch. Man muss ein Loch finden, wo der sozusagen nicht aufsteigt, weil es ein bisschen das Bild verwaschen macht. Aber es geht, also einfach mal ein paar Bilder machen bei 12 Sekunden, das geht so. Boah, guck mal den Reif da dran. Hohoho. Auf dem Rückweg habe ich jetzt noch einen Baumstamm gefunden, der so ein bisschen in das Wasser reinragt. Und ich habe mir gedacht, da mache ich noch ein kleines Foto und mit der Milchstraße zum Hintergrund. Und es ist kalt. Das habe ich jetzt schon aufgebaut, habe mein Stativ jetzt missbraucht, weil ich richtig runter. Ich habe die Kamera sozusagen in den Dreck gestellt. Ich wende mal die Kamera und zeige euch das. So, da guck mal, so sieht es jetzt aus. Aber egal. Das Bild ist auf jeden Fall schon mal geil. Und da hinten ist so ein kleines Licht, ja, das sieht man da so. Ja, da hinten so. Das sieht aus hier auf der Kamera wie die Sonne, die so gerade aufgeht. Und oben drüber, also da oben ist dann sozusagen die Milchstraße. Die sieht man leider mit einem bloßen Auge nur sehr, sehr schlecht. So, das reicht jetzt aber auch. Ich gehe jetzt ins warme Bett. Die Fotos morgen auf Instagram.